Da gibt es mehrere Möglichkeiten und ich denke, dass das auch wichtig ist. Einerseits sind es die Betreuer und Betreuerinnen im Internat. Wir haben insgesamt eine Mannschaft von 12 Betreuern, die hier Dienst machen. Dann haben wir einen Lerncoach, der vor allem also für schulische Fragen zuständig ist. Und im Jahr 2016 haben wir damit begonnen, dass wir auch einen Mentaltrainer abstellen, der die Spieler individuell betreut. Das ist etwa ein Wochenrhythmus, dass da einmal einen Kontakt gibt und das wird jetzt aufbauend sozusagen von den Jüngsten nach oben gezogen.